Planet Unknown das neue beste Puzzlespiel 2023 ist und ihr euch das unbedingt kaufen müsst, das erfahrt ihr gleich. Und dann sage ich euch, ob das stimmt oder nicht. Unknown ist das neue Spiel, das Hype-Spiel. Ich habe schon letztes Jahr das unbedingt auf der BerlinCon spielen wollen, bin da aber nicht dazu gekommen. Und jetzt ist es bei Strohmann auf Deutsch erschienen. Und ich habe es mit Wally mehrere Partien gespielt und sage euch jetzt meine Meinung und auch, was das ganze Spiel überhaupt kann. Bei Planet Unknown werden wir gegeneinander spielen und zwar werden wir puzzeln. Und das Ganze, finde ich, ist hier sehr elegant gelöst. Und zwar haben wir so ein großes Plastiktray, das wir rausholen und dort haben wir dann die ganzen Puzzleteile, die da drinnen liegen. Wenn ich jetzt dran bin, und zwar sind alle Spieler gleichzeitig dran, darf ich mir eine Reihe aussuchen bei diesem Tray. Das heißt, ich darf das drehen, wie ich will. Im Zweispielerspiel rutscht das einfach immer einen weiter. Und dann darf ich mir dort einen Teil aus dem inneren oder aus dem äußeren Kreis nehmen. Wenn ich mir dann ein bestimmtes Teil genommen habe, ist dort auch eine Landschaft abgebildet. Diese Landschaft bringt mir einen bestimmten Vorteil. Und zwar haben wir hier eine Leiste, auf der wir vorwärts gehen können. Und dort, wenn wir dort nach oben gehen, kriegen wir zum einen Siegpunkte, aber auch andere Boni, die wir freischalten. Und diese Boni können verschiedenste Dinge machen, die uns hauptsächlich Vorteile bringen. Zum Beispiel könnten sie machen, dass wir mit unserem Rover durch die Gegend fahren. Und das lohnt sich nämlich, weil mit dem Rover können wir zum einen Meteors einsammeln und wir können auch bestimmte Objekte einsammeln, die uns dann Siegpunkte bringen. Und da müssen wir halt geschickt fahren mit dem Meteor, weil wir können nicht auf ihn drauf puzzeln, weil dann würde er verschwinden. Dann haben wir zum Beispiel aber auch den Wald, den wir puzzeln können. Und wenn wir den Wald auf dem Planeten auslegen, könnten wir dann dadurch, dann könnten wir auf der Waldleiste vorwärts gehen, also auf der grünen Leiste, und dort dann verschiedene Boni-Plättchen kriegen, die wir dann irgendwo reinpuzzeln können. Ziel des Spiels ist es daher, dann erstmal unseren ganzen Planeten voll zu puzzeln. Für jede vollständige Reihe, wenn dort kein Meteor liegt, kriegen wir dann Punkte und wer am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, der hat das ganze Spiel gewonnen. Es gibt noch ein paar kleine Sachen, ihr könnt zum Beispiel mit Eventskarten spielen und gleichzeitig gibt es natürlich auch Missionen. Ja, das heißt zum Beispiel, wer ein bestimmtes Puzzle am besten gemacht hat, wer bei einem Gebiet am wenigsten gelegt hat, das gibt es hier auch und dort gibt es dann auch noch Punkte, die ihr sammeln könnt. Gleichzeitig könnt ihr auch noch auf einem Track vorwärts gehen und dann dort Objekte nehmen, also Karten nehmen und diese Karten könnten zum Beispiel sein, dass die so Set Collection sind. Also Stufe 1 Karte gibt es erstmal einen Punkt, Stufe 2 gibt es dann nochmal Punkte und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt auch auf dieser Leiste vorwärts gehen. Im Grunde war es das aber auch schon mit Planet Unknown. Planet Unknown, gar nicht so schwer, sehr leicht zu lernen, eine fette Box, auch kein niedriger Preis, lohnt sich das bei diesem Spiel. Und ich muss sagen, Planet Unknown schafft eine Sache, die ich wirklich immer störend finde bei den meisten Puzzlespielen. Und zwar ist es Ordnung. Bei Spring Meadow, bei Patchwork, bei all den ganzen Puzzlespielen muss man immer die Puzzleteile rausholen und auf den Tisch legen. Und das erzeugt eine Unordnung auf dem Tisch. Und das finde ich eigentlich nie so schön. Es stört einen nicht wirklich. Und das löst hier Planet Unknown mit diesem Plastiktray. Und das finde ich ist richtig cool. Weil wenn ich jetzt sage, ich will das spielen, hole ich das Spiel raus, mach's auf, hole das Plastiktray raus und dann geht's auch schon los. Und das, finde ich, ist richtig, richtig elegant. Gleichzeitig, was hier so elegant ist, ist, dass hier die Rot-Grün-Schwäche bzw. die Farben alles so schön gewählt wurde, dass man nie die Übersicht verliert. Ja, weil oft verliert man in einem Spiel eine Übersicht, hier nicht. Also hier weiß man wirklich, okay, das ist das Plättchen, weil es ist die Farbe drauf, es ist das Symbol drauf, auf der Leiste sieht man das auch. Man hat nie in einem Spiel so, hä, was mache ich jetzt? So, hä, was ist hier los? So, aber das könnte man haben, weil es gibt hier verschiedene Fraktionen, es gibt verschiedene Planeten, verschiedene Fraktionen und die erhöhen den Wiederspielwert. Das heißt, ich will das Spiel öfter spielen, weil es nicht nur Spaß macht, sondern ich auch verschiedene Taktiken spielen muss, weil jeder Planet anders ist. So gibt es zum Beispiel einen Planeten, da muss man aufpassen, dass man nicht über Wasser legen darf oder dass man so einen Elektrostrahl hat, der alle Sachen miteinander verbindet. Also ganz viele Spielereien, die so kreativ sind, die ich sehr schön finde. Hier kann man dann sagen, wenn man sich einige Planeten durchliest, versteht man nicht von Anfang an,
hä, wie soll das jetzt funktionieren? Aber in den Regeln gibt es dazu dann auch eine Errata, wo dann alles nochmal erklärt ist. Deshalb kann ich das auch nicht als Negativpunkt werten. Und was ich hier halt wirklich so schön finde, ist tatsächlich diese Eleganz. Also wenn ihr ein Puzzlespiel sucht, das ihr richtig schön runterspielt, das taktisch aber auch was bietet, also ihr spielt hier schon so 45 Minuten circa, dann ist Planet Unknown definitiv was für euch, weil hier ist eben, ja, es funktioniert einfach sehr schön und es bietet immer wieder neue Herausforderungen. Ihr könnt auch diesen inneren Kreis der Plättchen rausnehmen und umsortieren und dann, ja, ist alles wieder offen und anders. Und das, finde ich, ist hier so gut gelöst. Natürlich braucht jetzt jeder Planet Unknown in seiner Sammlung oder wird das jeden unbedingt überzeugen? Glaube ich jetzt nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin nicht so der große Puzzler, ich habe Patchwork gespielt und fand das nicht so spannend und ich suche eigentlich eher sowas wie ein Fest für Odin, wo das Puzzeln so nebenbei ist, dann werdet ihr mit Planet Unknown nicht glücklich. So, das ist schon gegeben, also ihr müsst es mögen, dieses Tetris-förmige Legen. Aber wenn ihr es mögt, dann wird euch, glaube ich, Planet Unknown richtig, richtig gut gefallen. Also ich hatte sehr hohe Erwartungen an das Spiel und ja, ich bin nicht enttäuscht. Also ich werde das Spiel definitiv in meiner Sammlung behalten. Ich freue mich schon auf die nächste Partie. Es geht auch bis zu 6 Spieler und da alle immer gleichzeitig dran sind, stört es mich dann auch nicht, ob ich zu 2 oder zu 6 spiele. Man hat immer spannende Entscheidungen, wenn man dran ist und deshalb kann ich Planet Unknown nur empfehlen. Es ist natürlich etwas teurer als ein Patchwork, ja. Wenn ihr jetzt ab und zu nur ein bisschen puzzeln wollt, würde ich auch sagen, ja, dann holt euch einfach ein Patchwork. Da habt ihr genauso viel Spaß dran, wenn ihr nur zu zweit seid. Wenn ihr aber mehr dieses Elegante wollt und ein bisschen mehr, also hier ist wirklich mehr drin, es ist jetzt kein Expertenpuzzlespiel, müsst ihr keine Angst vor haben, aber doch mehr puzzeln und auch noch so kleine Gimmicks und dass man asymmetrische Völker hat, die alle anders funktionieren, dann holt euch Planet Unknown. Von mir gibt es dafür eine Empfehlung. Ich kann den Hype voll nachvollziehen bei diesem Spiel. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Habt ihr das schon gespielt? Wie findet ihr Planet Unknown? Und ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Christopher von den Brettspielgeeks.